Sie haben in jedem europäischen Auto ca. 200 Teile von Mark. Und wenn die nicht erstklassig produziert würden, würde ein Auto nicht aufsperren, es würde nicht starten, es würde die Einspritzanlage nicht funktionieren, es würde die Bremse nicht funktionieren, es würde das ABS-System nicht funktionieren und es würde der Airbag nicht funktionieren. Das heißt, wir sind in hochkritischen sicherheitstechnischen Anwendungen und wie gesagt, diese 200 Teile von Mark bringen Sie auch sicher wieder nach Hause. Jung Heinrich Österreich tritt als Generalunternehmer auf. Wir planen von der grünen Wiese bis hin zur Übergabe und der Servicierung der kompletten automatisierten Anlage. Wir haben uns entschieden, hier ein Hochregallager aufzubauen. Das war eine lange Diskussion, wo wir uns auch von vielen Experten beraten haben lassen, weil Mark ist so an der Grenze von der Größe, ob das schon rentabel ist oder nicht. Und wir glauben, es ist sehr wohl rentabel. Was wir jetzt gesehen haben, sind wir überzeugt davon, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, weil das ganze Produkt wirklich die tägliche Arbeit erleichtert. Wir sind früher auch sehr räumlich sehr beeng gewesen und wir sind in Österreich, sagt man, mit der Kirche ums Kreuz gefahren. Das heißt, wir haben die Ware 5-6 Mal umgelagert, bis dass sie endlich ihren Bestimmungsort erreicht hat. All das ist jetzt weggefallen. Das heißt, wir sind wesentlich schneller, wir sind wesentlich rationeller unterwegs und wir sind vor allen Dingen auch wesentlich planbarer und genauer geworden mit diesem Hochregallager. Also es ist ein absoluter Trend hin zur Automatisierung und zur Digitalisierung von Lägern, von der Bewegung in der Intralogistik, weg von der Standardbewegung hin zur Automatisierung. Und der Mittelstand ist natürlich interessiert an Effizienz und Geschwindigkeit. Und Digitalisierung, Automatisierung sind der Schlüssel dazu. Vor einem Jahr war noch kein Gebäude, kein gar nichts, da war nicht einmal noch der Plan fertig. Wir haben, glaube ich, gerade um die Zeit, also im November haben wir angefangen zu bauen. Ne? Genau. Und jetzt sind wir schon bei der Nacht der Übergabe. Ja, war eine große Herausforderung. Also für uns war es sehr, sehr überraschend, wie schnell das Ganze gegangen ist. Also von der Angebotslegung bis zur Realisierung, glaube ich, sind ja nicht einmal 2 Monate vergangen, genau, dass wir das Auftrag realisiert haben und in der Umsetzung dann in etwa ein Jahr. Und es freut mich, dass wir dieses Projekt miteinander realisiert haben, Herr Marc. Danke für, war ein schönes danke für das Vertrauen. Dankeschön.